So. Warum jetzt die ganzen Hater da sind, ist natürlich Digimon. Wir können natürlich jetzt immer noch weiterziehen. Aber wir haben noch erstmal anfangen. Ja. Wir haben hier eine extra Karte. Das heißt, hier ist ein. Das ist ein Bonus-Pack quasi. Das sind alles japanische Karten aus 1-3. Im Englischen ist das so, dass sie zusammengefasst werden. Das heißt, hier haben wir so einen bestimmten Teil. Ja. Und also deutlich weniger, aber die Chance ist natürlich quasi höher und ich hatte Bock auf das, auf 1.3 jetzt quasi. Und wir gucken einfach mal rein, was wir kriegen. Erstmal sieht man noch BT03. Und dann schauen wir mal, was wir hier rauskriegen. Das ist jetzt nur ein bisschen Bonus. Nur ein bisschen Bonus. Ein bisschen Bonus. Schauen wir mal, was wir kriegen. Bisschen. Und dann kommt es noch in die Box, geil. Ein Armadillomon, geil. Das sieht nice aus. Also, findest du zum Beispiel von Digimon? Find ich, vom. Die sehen alle krass aus, die Karten, finde ich. Mhm. So von der, von dem Design her. Also sie sehen auf, als hätten sie Materialkosten dafür verschwendet, weißt du? Also kostbar. Ja. Also als wäre jede Karte ein Hit quasi, weißt du? Ja, ein bisschen aufwendiger, sagen wir mal. Bei Pokémon merkst du direkt, finde ich, wenn es ein Hit ist oder nicht. Hier ist ja wie gefühlt alles. Hier musst du erstmal googeln, ist das jetzt gut oder nicht? Sieht gut aus. Aber ich finde zum Beispiel so an sich ganz geil, dass ich trotzdem immer noch so Animes schaue und du ja auch, ne? Dass das halt trotzdem noch so geblieben ist. Auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, seitdem ich älter geworden bin, ja, gucke ich glaube ich sogar ein bisschen mehr. Ich finde auch geil, so was mir früher nicht aufgefallen ist, fällt mir heute umso mehr auf. Ja, genau. Aber damals irgendwie noch nicht reif genug war oder irgendwie so. Oder wo du einfach nur so ein bisschen Bilder guckst und noch nicht so einfach nur Action sehen willst, einfach so, ja geil, was kommt jetzt? Wo du einfach drauf gefasst bist. Oder noch nicht. Genau. Was willst du jetzt? Du willst ja was Cooles sehen. Ne? Und heute guckst du dann drauf und dann, wo steht dieser Busa da drauf? Der steht ja nirgendwo. Ja. Ist ja nicht das Schwert im Baum normalerweise? Das ist wirklich ganz komisch. Das Kind denkst du dir so, geil, guck mal, wie der da steht. Der muss krass sein. Ja, aber das ist nicht ich. Ja, da hast du auch auf ihn geachtet und nicht auf diesen Shitbaum. Auf diesen Shitbaum, ey. Da hast du nicht drauf geachtet. Also das war wirklich nur mein erster Trap, wo ich drauf reingefallen bin. Mein erster Trap war Haku, ja. Ich hab. Wie lange ich gebraucht habe zu verstehen. Das ist ein Kerl. Ah, okay. Aber auch schwierig. Ja, war schwierig. So, erstmal Zauberkarte quasi. So. Vom Blitzgreymon. Die Karte will ich nachher haben. Das ist der Hit, den ich hier drin haben will. Blitzgreymon hatte ich Back drauf. Back drauf, ja. Ich hab Blick drauf. So, erstmal ein Shiny Gabumon. Ach, schön. Panzermon, also Tankmon. Ist ein seltener Pokémon. Ein Dingmon. Pokémon, ja. Ist ein seltener. Ja, komm, da kann. Bei dem Design. Neben dem Stahl-Pokémon da. Neben dem Wollkratzer. Hätte mich nicht gewundert. Oh, das ist süß. Schick ein geiles Gabumon-Design. Hier. Gatumon. Nicht Gabumon. Gabumon hatten wir gerade. Oh, das ist auch sweet. Schon die Rookies. Und dann haben wir unseren ersten Trainer. Also quasi die Trainerkarte. Hier ist es ja Tamer. Was quasi das gleiche ist. Und. Ist das eine Bonuskarte? Das ist eine Bonuskarte. Bonus. Das ist Bonus. Aber ist okay. Ich gebe meinen Bonus aus. Oh. Ja. Wie fandest du so den Tag heute? Ging er für dich schnell vorbei oder war das so easy? Nee. Immer ein TCG. Finde ich krass. Ja, das ist doch einfach gar nichts mehr. Ist weg. Meinst du? Ja, kann sein, dass dein Internet gerade weg war. Nee, Internet nicht, aber wie Windows gerade. Windows gerade kurz. Bin ich noch live oder muss ich neu starten? Ich aktualisiere Twitch gerade immer. Mhm.
Ich habe gerade ein Standbild irgendwie bei dir. Okay. Jetzt bewegst du dich. Mhm. Ich glaube, du fängst dich gerade. Bewegst du dich? Ist ja gut. Okay. Hat mir umlaufen. So. Was ich gerade fragen wollte, ging der Tag für dich schnell vorbei? Heute? Ja. Sowas von schnell. Hatte ich auch das Gefühl. Auf einmal so, ich hab noch so gedacht, das mach ich noch, das mach ich noch. Dann, wie lange habe ich noch? 2 Stunden und dann mach ich das noch und dann. Ich hab gar nichts geschafft. Ja, also heute ist wirklich gerannt, also. Ja. Ich muss auch sagen, seitdem ich Urlaub habe, ne? Hm? Schlaf ich richtig beschissen. Oh. Sonst schlafe ich nachts durch, ne? Mhm. Keine Motivation. Jetzt habe ich das so. Um 2 bin ich wach, um 4 bin ich nochmal wach, dann nochmal um 5:30. Mhm. Ja, nice. Und dann denke ich mir so, Alter, warum jetzt denn? Mhm. Ja. Die Motivation ist nicht da. So. Nee. Ich habe Dragon Quest seit 2 Tagen angefangen zu gucken. Okay, wo bist du jetzt? Kann dir jetzt gerade nicht genau sagen, welche Folge. Mhm. Weil ich nebenbei noch hier Anträge gemacht habe und habe ich das so ein bisschen laufen lassen. Und zwischendurch immer mal ein bisschen hingeburt. Okay. Also die haben... Hast du schon das Krokodil gesehen? Ja, das Krokodil ist jetzt glaube ich auch das 2. Mal tot. Okay. Wenn es das 2. Mal tot ist, also ich, das weiß ich gerade nicht. Mhm. Ob es tot ist oder nicht, also es geht glaube ich drum. Okay. Hast du Junkel schon gesehen? Junkel. Weiße Haare. Dicke Rüstung. Ja. Vegeta. Ja. Ich kann dir glaube ich so weit sagen, dass ich bei hier Dice Vater bin, wenn das der ist. Also der gibt mir jetzt Vater aus. Schnurri? Schnurri, ja. Also an diesem See, wo der Drachenritter? Ja. Wow, nicht schlecht. Bist ja richtig weit. Echt? Ja, das ist schon ein guter Ort. Wow. Das ist nicht schlecht. Wie findest du bisher? Also ich muss sagen, die ersten paar Folgen, die waren noch nicht, also die haben mich noch nicht so wirklich gefangen. Okay. Aber dann, nachdem hier der Meister besiegt wurde im Kampf. Aber. Ja, ich wollte jetzt nicht so viel spoilern, was einiges, was ich geguckt habe. Mhm. Da wurde es auf einmal ein bisschen spannender. Also dann hat es mich auch ein bisschen gecatcht. Gibt es einen Charakter, wo du sagst, magst du gar nicht? Böser Patamon? So sieht Sven für mich aus. Für euch ist Sven zum Beispiel normaler Patamon. Für mich ist das hier der Sven, seine wahre Gestalt. Wow. So, weißt du, so dieses fiese Lächeln. Ach, guck mal, er hat. Wenn ihr wisst. Erzähl weiter. Alle auch nice. Die. Also. Das Ding mal. Erst mochte ich Pop nicht. Pop. Der ist voll geil. Ich mag die voll. Ja, ich mochte den erst nicht, aber jetzt finde ich den auch ein bisschen sympathischer. Naja, am Anfang denkst du dir so, ist ein bisschen Yamshu und so nach und nach denkst du dir, okay, ist er doch nicht, das ist cool. Genau, ich musste auch an Yamshu denken. Ja. Ich so, irgendwie nee, den mag ich nicht. Oder so ein paar Folgen später, ist ganz nett. Hm. Wie findest du Mame? Irgendwie erinnert die mich so ein bisschen an Bulma. Okay, und die Prinzessin? Die Prinzessin ist auch ganz okay. Ja, okay. Lange Haare, also direkt im Bonuspunkt. Ja, genau. Ja, dann hast aber das Krokodil, das feiere ich aber auch. Also, der war mir auch recht sympathisch. Mhm. Ich mag die. Also, es gibt ja für mich keinen Charakter, der aktuell misslungen ist. Ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, aber ich mag tatsächlich jeden Charakter so auf seine Weise. Also, ich sag jetzt nicht, jeder Charakter finde ich jetzt persönlich geil oder so. Ne, aber ja, so, also so für die Story finde ich jeden, ich finde jeden gut umgesetzt und jeden gut so, wie er dargestellt werden soll. Ja. Also, ich finde, niemand ist verschwendet wie jetzt ein Tenshin Han oder so, wie im Schuh oder sowas, finde ich, ist gar nicht drin. Nee. Ich weiß nicht, wie du das findest. Nee, sehe ich genauso. Also ist ganz gut so, wie es jetzt ist. Mag mir angemommen. Aber ich bin noch gespannt, was noch kommt. Die Ultras? Aber auch nur Zauberkarte? Uiuiui. Aber wie ist der nochmal mit Mumiemon oder sowas? Okay, die Karte sieht krass aus, ich habe aber keine Ahnung. Und Wimon! Am Ende? Ah ne, ja doch, war der Ende. Und Wimon, nice.
Aha. Ich muss sagen, je länger ich das geguckt habe, Dragon Quest, desto geiler fand ich es. Also mich hat es halt direkt von Anfang an gecatcht, weil es halt, für mich war es halt Dragon Ball. Ja. Wirklich, 1-1, das ist ja auch von dem gleichen Macher. Also, die Games hier quasi, die sind ja auch auf der Zeichnung, also das Design zumindest. Ja, ja. Ist ja der gleiche. Und, das, und die Origin Story. Eine Opa findet ihn und nimmt ihn auf. Erinnert sich an nichts. Das sind Bulma, Vegeta, Piccolo hast auch wieder gefunden, nur ein Doof. Ja. Also, es ist ja quasi Piccolos Vater, also König Piccolo so quasi, ne? Hm. Also, es gibt schon viele Ähnlichkeiten, da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich meine, allein die Drachen. Ich meine, Shenlong hast du ja auch in Folge 1 gesehen, den Werf sieht man in Folge 1 oder 2 so. Also ich meine, also vom Design her, das ist ja auch in den Games ja genauso, das sieht man dir ja auch, aber ich finde es an sich ganz cool, weil du direkt mit der Welt so connecten kannst und so. Ich meine, ich habe ja auch das Game gespielt, deswegen ne, kann ich natürlich auch einfach reinfinden. Aber so am Anfang habe ich gedacht, okay, das ist so ein bisschen so, so ein bisschen Pokémon, so kinderfreundlich. Ja. Dachte ich so, kommt nichts Wildes, passiert nichts viel, genießt einfach ein bisschen gut Feeling. Oder so. Macht genau. Ein bisschen böse Buben fertig machen. Wie zum Beispiel dieser am Anfang der Lichtbringer, der sich als Lichtbringer ausgegeben hat, die Gang da mit dem Schiff. Ja. Und den goldenen Gomichan klauen. Ne? Ja, die Lutscher. Ne? Dass das einfach nicht viel mehr ist, aber das, weil ich konnte jetzt nicht einschätzen, wie krass jetzt das so ist im Vergleich zum Game. Weil das Game hat eine richtig geile Story zum Beispiel. Und die Serie auch. Also, je mehr ich gucke, desto mehr feier ich. Mit der böse Spinne. Also wie ich das jetzt gesehen habe heute nochmal so im Durchlauf, ne? Ja. Habe ich mega Bock auf das Game bekommen. Ja, kannst du echt geben. Das Game ist richtig gut. Warum gucken? Ich war auch am gucken, ob es New Game Plus gibt. Habe ich aber noch nicht nachgeschaut. Ah, okay. Aber gab es sowas nicht auf einem Mikro? Dragon Quest Builders, das ist aber was anderes. Ja, ja, aber das ist quasi Dragon Quest mit Minecraft. Hatte ich aber auch überlegt, ob wir das mal machen können. Ja. Echt? Oh, nee, oder war es für Nintendo? Ich weiß gar nicht, ob das damals für Nintendo war, was Koop hatte. Also die Nebenreihen. Also das Hauptgame, nee. Aber die Nebenreihen. Ja. Die schon, ja. Ah, okay. Ah, schon cool. Hm. Also von den Storys, da kann ich dir echt empfehlen. Da denkst du. Also das ist mit Dragon Quest das Game war genauso wie du zum Beispiel bei der Serie. Ich hatte am Anfang so Startschwierigkeiten so, ein bisschen Larifaria. Und das so je mehr du spielst, desto mehr ballert's rein und du denkst immer geil. Ja. Ja, nach der Hälfte dachte ich, okay, die letzten 2 Stunden rollen an. Ne, das war die Hälfte, Minion. Sagte das Spiel dann. Oh, ist ja geil. Das fand ich mega nice, ja. Und dann denke ich mir, okay, jetzt ist und dann. Denkst du dir, bist durch? Okay, fehlt nur noch Epilog, den machst du dann irgendwann. Dann irgendwann ist es halt so, Epilog, spiel, eine Weile nicht gespielt, denkst du, kannst den zählen. Später stellst du fest, das ist mehr als der Epilog, das ist das letzte Drittel. Ja, geil, ne? Mhm. Aber ich muss auch sagen, die Zaubersprüche sind auch mega geil. Ja, Final Flash habe ich schon gesehen. Final Flash finde ich geil. Kamehameha sieht man auch noch. Ich freue mich, ich bin mal gespannt, was du zum Super Saiyan 4 sagst. Ich bin mal gespannt. Also, wie von Namen irgendwie so. Brutzel oder irgendwie. Knusper, so. Junge. Knusper. Ja, jetzt Knickknack. Oder so, wie ist das? Ich feier das. Ja. So heißt es ja auch im Game auch. Mhm. Hm? Knusper, Zauber, los. Ja. Ja. Und dann wird Dai dann auf einmal zack lernt. Boah. Hauptmann. Ja. Weil sein Vater mit Zickzack. Mhm. Wie findest du denn einen perversen Opa, den Mumu no Roshi? Blackbird Rama. Mhm. Okay. Okay, jetzt haben wir mal einen Hit. Das erkenne ich wirklich. Ja, das, also. Nochmal Schild und Schwert geht nicht, aber voll nice. Das ist ein geiles Design.
Ja, warte, ich möchte noch ein bisschen dazu kommen. Das ist echt ein sehr geiles Design. Da kommt doch ein Tableau noch. Aber zum Beispiel, den finde ich auch gut gelungen. Den Muten Roshi. Der ist halt nicht so. Der ist halt mehr als Muten Roshi. Was im Muten Roshi ist halt nur so der eine, der ein bisschen mit dem beibringt und der. Hat nur ein bisschen mehr. Also, so ein bisschen Background, ja. Und so. Ich kenn den Avan ja zum Beispiel auch und dann bla und was weiß ich nicht. Das ist zum Beispiel ganz geil gemacht. Wie ich finde. Junge finde ich auch ganz cool, also die alle so, so jeder hat auf einmal so Background. Das ist halt ganz nice. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, also. Also ich bin auf immer ja auf dem aktuellen Stand, ich finde es, ja, ich muss sagen, wird jedes Mal besser. Jedes Mal besser? Aber so, nach so einem großen Kampf ist natürlich erstmal ein bisschen Cooldown, das ist ja natürlich auch normal. Ja, aber ich finde es immer noch natürlich cool. Also es ist nicht so, okay, jetzt ist es wieder langweilig oder so. Das ist halt immer noch. Nice, geht halt weiter. So. Vielleicht können wir bald auch irgendwelche Fußballspiele oder so. Nee. My Hero Academia. Das nicht auch momentan. Irgendwie Sport. Nee. Oder verwechsel ich das gerade? Ja, das ist Digimon. My Hero hat ja aktuell neue Staffel Klasse A gegen Klasse B. Und die kämpfen ja immer gegeneinander in Vierergruppen. Aber das ist seit 2 Wochen, das ist ja auch richtig Banger. Vorher war auch so ein bisschen daran gewöhnt, ein bisschen chillig reinkommen, ist ja auch okay. Man, ne, muss, in Folge 1 kann ja jetzt nicht direkt was Krasses passieren. Muss erstmal aufgebaut werden. Ja, klar. Und das ist seit 2 Wochen, ist das jetzt so. Also diese Woche ist passiert und letzte Woche war aber auch schon eine coole Folge, weil ja kam ja mehr, habe ich gesehen. Also, guckst du mal nicht Dragon Ball, du siehst einfach nur Dragon Ball Attacken am Wochenende. Geil. Ja, okay. Ist der Towermon, aber Zauberkarte. Noch nice. Rapidmon. Oh, Sven's Globus daneben? Auch cool. Selbst hier ein Globus für Sven? Wie sind die denn nochmal? Aber ist auch nur eine Zauberkarte, von der Boss kann ich gewinnen. Aber die ist auch cool. Zwischen Angewurmon und die böse Seite. Ich glaube, ich auch gerade nicht genau. Läuft bei mir. Ah, egal. Aber das ist zum Beispiel wieder, also bei Digimon war es dann wieder andersrum, da hatte ich dann am Anfang, war cool und dann freust du dich über die ganzen Folgen und so. Und dann, also dann kommt die ganze Filler und die haben mich dann so komplett rausgebracht, hatte ich gar keine Lust mehr. Aber die Filler sind jetzt da vorbei. Ja, aber trotzdem erstmal wieder reinkommen, weißt du, das ist wieder so, als würde ich jetzt, okay, neue Anime muss ich jetzt anfangen. Ich schaue ja aktuell schon welche. Weil das hat mich so rausgebracht, jetzt ist es so, als wäre ich wieder, als wäre jetzt der Shippuden draus von Digimon, weißt du? Ah, okay. So, jetzt hat Naruto erstmal 10 Folgen damit verbraucht, einen Strauß zu fangen, geil. Jetzt mal wieder gucken. Hey, aber der Strauß ist auch krass, ja. Ne? Also. Im Digimon-Game finde ich den auch sehr cool, nur die Endentwicklung ist ein bisschen miserabel. So, die ersten hier von unserem Goldboy hier. Und Champion-Variante auch sehr geil, aber so danach, so Klingenbeine, gar nicht mein Style. Klingenbeine? Ja, da kriegt der Schwert halt als Beine. Das finde ich so viel. Kunemon? Impmon? Impmon ist auch ein cooles Digimon. Ah, Zertauermon! Auch nice. Zertauermon ist cool. Gehört ja auch zu den heiligen Digimon da. So der Gang da. Ist auch, ja bitte. Das ist der schnellste, glaube ich, der schnellste Digimon mit. Schnellste? Eins der schnellsten Digimon, ja. So Flitzebogen. Was ich aber auch geil finde, abseits des kurz vom Anime,
Dead by Daylight und ich mal in dem Schrein der Geheimnisse kommen wir jede Woche dienstags ein neues Haus. Ja, du hast heute irgendwie was in die Gruppe gestellt. Genau. Oder Mittwoch, je nachdem. Genau. Und das fand ich zum Beispiel auch cool. Ich meine, Perk, was ich auch gebrauchen konnte, wo ich auch darauf gewartet habe, auf die Fang-Perks. Wollt ihr nur zwei Fang-Perks haben? Ja. Einmal Alert und einmal jetzt Flink. Und Flink ist hier zum Beispiel drin. Das finde ich ganz nice. Er lernt, damit mein Sprint-Boost mal rauskommt. Ja, ja. Ich find den nämlich persönlich ein bisschen geiler, weil die Force nicht so schnell aus Versehen oder so. Bei Sprint-Boost muss ich halt immer gucken. Ich darf hier nicht rennen, sonst mache ich Sprint-Boost. Und wenn der Killer dann kommt, dann habe ich den gerade nicht oder so. Dann ist er noch ein Cooldown. Das ist dann zum Beispiel schwierig. Ja, klar. Und bei Flink hast du das nicht, oder wie? Nee, bei Flink ist, wenn du über eine Palette springst oder über ein Fenster, dann hast du das. Dann kriegst du den Sprintfuß. Das heißt, du kannst den nicht aus Versehen forcen, was heißt aus Versehen, aber du kannst den forcen, dass er dann passiert oder so. Das, ja. Dann musst du nicht laufen oder so. Bei Sprintfuß habe ich mich, also ich werde es bei Yui so behalten, weil den nutze ich jetzt nicht mehr auf Flink, um zu boosten, für die letzten 14 Tage. Mhm. Und, aber auf dem Jail werde ich dann mit Flink arbeiten. Das wird auf jeden Fall dann nice. Wo du das Bild reingestellt hast, die Gruppe. Mhm. Ich dachte mir so, nee, ich frag jetzt bestimmt nicht, was das jetzt für Perks sind. Sonst lachen die wieder über mich. Also, zwei muss ich nachgucken. Die anderen zwei sind sowieso Klassiker. Das eine war Flink. Ja. Eins war hier übrigens von Garurumon die Alternative. Metall Garurumons Alternative. Ich weiß gar nicht, noch irgendwas mit Garurumon. Ja, okay. Der ist cool, die Luke. Ja, mach ich nichts. Und Ramon. Flink habe ich ja schon erklärt und das andere für den Killer Perks, das ist die Corruption. Also das, wenn die Runde beginnt und die Gänse erstmal mit den Tentakeln da, also mit den Haken da drin sind. Genau, das ist zum Beispiel drin. Also das könnt ihr jetzt auch nochmal per Killer holen. Genau, und da war da nochmal irgendwie was mit einem Wolf. Ja, genau, das ist eher so Shit. Und dann auch irgendwie so ein Typ, der eine Flagge hält. Da war eine Frau, die eine Flagge hält, genau, für das Volk. Das ist, wenn du am Boden liegst, ja, zum Beispiel, und ich habe für das Volk, du liegst auf dem Boden. Mhm. Ohne dich hochzuheilen, kann ich dich aufheben. Oh. Also das ist quasi traden, weißt du, ich bin voll geheilt, also das Perk funktioniert nur, wenn ich voll geheilt bin, zum Beispiel. Ja. Wenn ich voll geheilt bin, gebe ich zum Beispiel gehe ich in Verletzt-Status, also einen runter, und dafür gehst du einen hoch. Ah. So ist das. Zum Beispiel auch wenn du verletzt bist, ich bin voll geheilt, ich heile dich direkt, dafür bin ich dann verletzt. Das ist ein Trade. Okay, also man tauscht einfach wirklich nur den Status. Genau, ich gehe einen runter, du einen hoch. Ah, okay. Das bringt an sich auch nicht so viel, ne? Also. Wenn man Probleme hat, sag ich mal, dann ist es schwierig. Also wenn man selber damit nicht so gut umgehen kann. Also tendenziell würde es glaube ich gehen, aber wir sind so teilweise ist noch so ein bisschen Solo-Gamer halt drin, das bringt es dann halt nicht. Also deswegen. Genau. Black Arrow noch. Magst du eigentlich Gabumon lieber oder hier Agumon? Agumon und dann noch lieber Black Agumon. Seitdem ich aber weiß, dass Blitzgreymon für beide Varianten geht, ist beides sehr sympathisch. Ah. Ja, das Blitzgreymon fand ich sehr geil. Ja, das hat dich wirklich angetan, ne? Blitzgreymon hat einen kleinen Hype ausgelöst, deswegen habe ich ja das Handygame angefasst. Aha. Ja, da war ich ja mal draußen, weil ich dann irgendwie, das hat mir zu lange gedauert. Blitzgreymon dauert nämlich wirklich lange. Da brauchst du Blitzgreymon musst du ungefähr 3 Monate lang spielen und dann kannst du ihn kriegen. So lange? Ja, weil du musst halt diese PvP-Dinger machen, diese einzelnen Steine so holen. Und dann hast du so nach einem Monat hast du vielleicht so 100 und du brauchst irgendwie 300 oder so zum Beispiel. Boah. So vom Verhältnis her. Okay. Das dauert. Mhm. Ja, deswegen habe ich da ein bisschen die Motivation verloren und dann bin ich mal weitergespielt mit den Sinn. Oh, kann ich nachvollziehen. Ah, es ist ja sowieso weniger geworden mit Handy jetzt, ja. Na, Kickbase nicht mehr, ist alles gesehen. Also Handy benutze ich eigentlich wirklich nur wegen hier Social Media. Ja, wegen Flirten. Wenn die Flirt-Styles auspacken. Ja. Genau. Und ich habe mich bei OnlyFans angemeldet. Ja. Ich dachte,
mir so ein paar Bilder von dir. Bei Bauer auf eine Frau kannst du ja jeden sie anmelden, ne? Was denn? Bei Bauer auf Frau kannst du ja jeden so anmelden. Echt? Ja, da gibt wohl so eine Sektion, ich möchte einen Freund anmelden oder so. Leute. Das haben die drin. Jetzt mal so viel so an. Ah, David hat sie angemeldet. Ich glaube, ich würde erstmal so fragen, Moment mal, wie viel David? Aber einen Bauern kennen wir erst. Einen Bauern kennen wir? Ja, der Land mit der Kühe hat und so hat alles. Ja. Den kann man dann nicht. Der Freunde fragt. Mit uns würde er halt auch gar nicht rechnen. Der hat erstmal 20 andere Freunde, mit denen er da eher rechnen will. Deswegen, ja. Das ist ein perfektes Verbrechen. Anonymes Anmelden, geil. Ja. Bei der Frage dann sagen wir einfach nur, waren wir nicht. Was ist denn passiert? Ja. Easy. Etwas Schlimmes passiert, ne? Und bei der Frage dann sagen wir einfach, wir haben einfach die ganze Zeit Yu-Gi-Oh! Gespielt. Wir spielen nur Yu-Gi-Oh!, wir haben keine Ahnung von Bowser, Frau. Mit dem Chip befassen wir uns nicht. Böse Patamon? Oh. Also Black Patamon und Patamon direkt hintereinander. Das ist auch cool. Wie viele Bildcover diesmal dabei? Oh, hier. Boah, wie hieß der denn nochmal? Oh, der hatte auch so viele Formen. Ja, der Endboss von Digimon Rumble 2. Digimon Rumble 2. Digimon Rumble Arena 2. Das habe ich auch gerne gespielt. Das war auch cool. Miotismon, ja, genau. Und dann war das eine von den weiter. Aus der zweiten. Ja. In eins hat er seine eigene Mega-Entwicklung und der anderen hat er dann die andere. So. Theoretisch. Und da soll er richtig krass sein, aber er wurde ja am Ende weggemacht, also war er doch nicht so krass. So, next. Next pack. Armadillomon. Ja, das ist sogar zum Beispiel die Champion-Variante. Die Rookie haben wir ja schon gehabt. Die ist jetzt weg. Die bis dahin finde ich auch noch ganz geil. Aber danach wird schwieriger. Angemon ist noch drin. Ja. Mini-Wemon. Mit Kackehäufchen. Auch wild. Das ist typisch Japan. Angewomon. Das ist Japan. Hier ist live belegt. Ah, ich muss so cool. Das war ein Top-Loot. In europäischer ist es, glaube ich, in der Variante nicht so. Aber hier schon. Ja. Okay. Sind nicht viel Fanservice? Ja, du wirst es sein. Eben auch nice, dass ich hier keinen Cut-Track machen muss. Ist natürlicher. Jetzt ist noch ein Hawkmon. Hier geht es direkt weiter. Direkt die Digitation. Wieder ein Angemon. Wieder ein Armadillomon. Das ist gleich. Ja? Da sieht man den Unterschied nochmal. Ja? Hier glänzt er, hier nicht. Und. Ja gut, ein Stingmon noch am Ende. Ah, nicht so ein krasses Stingmon.
Bist du bis jetzt begeistert von den Karten, was du jetzt gezogen hast, oder noch ein bisschen? Also so von der Qualität her sehen die alle ziemlich geil aus. Aber so von den... Ich habe noch keinen vom Cover. Das ist halt immer so... Oh, ich habe einen vom Cover, also... Na gut, das sieht man gar nicht. Ein paar mehr vom Cover wären noch geil. Ah, okay. Also hier, den haben wir. Den hier in der Ecke, den da oben. Mhm. Aber den haben wir noch nicht, den noch nicht, den noch nicht. Da ist ein bisschen was drin, weißt du? So, die Hälfte vom Cover, dann bin ich zufrieden. So, Zabakate. Und hier unser Pyromon hier. Oh, das ist auch cool. Stingmon hier mit Wormmon und Kunemon und so. Eine ganze Baby-Digimonster. Mit den Trainees. Das ist ganz cool. Oh, das ist kein Hit, aber... hier Black Metal Greymon ist auch geil. Oh ja. Bin ich auch Fan von. Ich tue mir schwer mit diesem Blau. Ne? Aber... Oh. Ist okay. Zum Beispiel das ist halt auch so wieder so ein Glutexo-Ding, weißt du? Einfach so. Vor und End ist halt zum Beispiel jetzt schwarz und dann in der Mitte ist blau. Wieso? Bei Glumanda und Glurak genau das gleiche. Orange schon in der Mitte ist halt mal rot gemischt. Ja, das ist ein Farbe mal gefunden. Ich verstehe nicht, wieso. Wo kommt der Scheiß? Weiß ich nicht. Wieso kann man das nicht einheitlich lassen? Text in Orange sieht so viel geiler aus, Mann. Ja. War du eine vor allem, warum sieht Black Greymon hier nicht aus wie Black Greymon? Hier wieder Fanservice für Sven. Den haben wir auch im letztes Mal auch schon. Im ersten TCG von Digimon. Also, da so viel Fanservice, kriegt keinen Chef. Ja, Fanservice für Sven. Metal Etemon, geil. Moment. So viel Feuer, dass man das Digimon nicht mehr erkennt. Zack! Bonuskarte. Also vollends zufrieden, also ich würde sagen, also zufrieden bin ich schon mal. Weil ich finde die Karten so von Aufmachung her, also und auch wie sie aussehen und so, alles ganz geil. Aber glücklich wäre ich, glaube ich, mit Black Greymon. Also, das so. Das ist quasi das Glurak hier rausziehen, weißt du? Für mich. Ah, okay. Aber ich meine, so Glurak ziehen hatten wir ja bisher immer geschafft. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja hier in Digimon genau das gleiche. Ja, gut. Ja, okay. Ja, genau. Goblinmon? Wie findest du Blitz Greymon? Auch so mit einem Anime-Auftritt, als du den erste Mal gesehen hast. So. War wild? Mhm. Ich hätte ihn gerne öfter gesehen. Ah ja, stimmt. Und Black Garden, aber auch ganz cool, so mit dem. Ist so quasi so. Mit Essen. Nur Ex-Wemon. Das ist auch ganz nice. Und die Pommeskarte. Ja. Also, ich sag's mal so: im Englischen hätte ich Blitz Greymon nie gekriegt. Weil die Chance noch niedriger ist. Aber hier ist eigentlich fast. Hier ist dann einfach so. Hier ist dann richtig reingeschissen mit Pech dann. Ach so. Wenn du es nicht kriegst. Dann. Schade. Guck mal. Das ist ein Goblinmon. Einen guten Schluck trinken, für Glück und dann easy. Ja, finde ich auch cool. Habe ich zum Beispiel die Entwicklung habe ich das erste Mal die Digitation habe ich das erste Mal gesehen im Game quasi. Ja, hier. Greymon sieht so cool aus so an sich. Aber warum muss er blau sein? Ich meine, hier sieht er geil aus. So sieht er ja ganz cool aus. Aber warum muss er blau sein? Man sieht hinten dran. Hier. Auch geil. Oh, sehr schicke Karte. Mhm.
paar haben wir ja noch. Paar. Paar. Hm. Also zum Beispiel durch Yu-Gi-Oh! Ich hätte jetzt auch schon Bock, mein Felgrind-Deck so in echt aufzubauen. Echt? Einfach nur, damit ich's hab. Zumindest kann man nicht so kaufen? Ja, die kann man ja so holen. Bastelst du dir einzeln zusammen, die Karte? Hast du irgendwann 40 Artikel im Warenkorb und dann fertig? Hm? Oder 50, je nachdem. Ja. Aber sonst ich? Die Karte hätte ich schon gerne, die sieht sehr cool aus. Bin ich auch Fan von, weißt du, so auf den Effekten her ist das ganz cool. Aber da ist schon wieder so ein Ding. Japan wie Slap erlebt. So. Kein Held, aber ist auch okay. War ich auch noch nie Fan von Digimon. Aber hey. Deine Meinung zum Fanservice Digimon? Sehr, sehr wild, interessant. Okay. Verstörend. Aber so auch so bei Yu-Gi-Oh! Wie es in europäisch ankam und wie es im Original quasi war, fand ich das häufig auch ganz interessant, alles so mitzubekommen, sag ich mal. Ja, aber so, Sensort Gaming ist ein guter Kanal, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der hat das schon gut zusammengefasst. Hab ich zum Beispiel immer gefragt, warum heißt der schwarze Magier Dunkler Magier und so. Da war die Antwort. Ich muss sagen, die Europäer, wir zensieren ziemlich viel. Mhm. Mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm wie vorher. Aber Yu-Gi-Oh! Ist ja natürlich immer noch so ein Ding, weil Kinder und so da ist, aber. Also gut, witzig ist die sehr. Naja, da ist die Mega-Entwicklung. Also, nice. Aber ja. So mit den Klingenbeinen. Bin ich ein Fan von. Aber sonst auch ein sehr geiles Album. Hm. Also zum Beispiel, keine Ahnung, so. Ja, wir benennen den schwarzen Magier um zu dunkler Magier. Weil bei schwarzer Magier könnten die ganzen Leute ja denken, boah, das hätte okkulte Hintergründe und so. Das ist so ja. Naja. Also kam so Folge 1, Kaiba sagt zu Yogi, hier, dein Opa kratzt eh bald ab, jetzt nerv nicht. So quasi, also nicht, das war jetzt kein 1-1-Zitat, aber so, da sagt er, ja, der Opa, weißt du, also so. Der sagt da, ja, so quasi Kontext, ja, der Opa, der, was willst du eigentlich, der nervt doch nicht, der ist eben sterben. Mhm. Weißt du so? Und dass da natürlich sowas für Kinder und so umgemacht wurde, so neue Text gekriegt hat, ist so, das kann ich zum Beispiel eher verstehen, aber. Das kennt ihr ja. Jetzt nicht gedacht. Schwarzer Magier, okkulte Sachen jetzt hier. Nee, das nicht. Aber was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, ist zum Beispiel, um nochmal zu Naruto zurückzukommen, ja. Schwert und Baum. Der Baum hat auch Gefühle. Weißt du? Du Hater. Er rennt mit dem Schwert in der Hand rum. Ja. Zeigen sie. Schwert steckt im Baum, er steht drauf. Zensiert. Warum? Valkyrie Mann? Der Baum hat Gefühle. Oh, Omnimon, Leute. Alter, erstmal, wenn ich mich nicht täusche. Das ist sick. Guten Abend, Shining. Aber das ist sick hier. Und das. Also, jetzt bin ich. Also, ja, glücklich ist jetzt schon mal drin. Blitzcrammer, ja. Will ich trotzdem noch, Leute? Aber verrat's nicht. Aber das ist schon. Das, also. Hoppala, also. Die Karte ist schon. Das ist schon Banger. Das ist schon Banger. Ja, also, es gibt Sachen, wo man es verstehen kann. Es gibt Sachen, wo man es nicht verstehen kann. Auch so, wenn du an Mai und Joey denkst, woran denkst du? Mai und Joey? Ja. Zwei Streithähne quasi, die sich aber trotzdem irgendwie lieben. Also so. Denkst du schon, das ist so ein romantisches Ding, ne? Ja, denke ich schon. Na, im Original ist es noch mehr als im Europäisch, da kann man es nicht sagen. Ja, da wurde es halt auch so ein bisschen, nicht, also zum Beispiel auch so vom Manga zu, zum Anime von Yu-Gi-Oh! Also, Manga ist das schon ein bisschen eindeutiger.
Also natürlich immer noch nicht so richtig, aber schon mehr. So eine gewisse Hassliebe schon da. Ja, nee, Hassliebe ist das ja gar nicht. Ja, so eine richtige Liebe. Ja? Die hassen sich auch so ein bisschen. Nee. So Anfang. Ja, am Anfang. Wie bei dir, Sven. Ja. Als ich dann hingebogen habe, mich erzogen habe, ging es hin. Ja, da hast du mich auch lieb. Ja, dann kannst du mal eine Umarmung hier abkriegen. Aber nur eine mehr. Ja, oh. Ja. Zu Weihnachten, wenn ich wieder Leben geschenkt bekomme. Geil, ja. Kriegst du Trostumarmung? Hey, ich habe auch nur eine Iridiumbahn gekriegt, ja. Ich hätte auch kein mehr bekommen. Ich verstehe dich. Garoma? Ah, Seraphima? Ne, hier verstehe ich Seraphima hier, das andere. Aber ein Lieb. War auch süß. War so cool. Ja, aber. Ich bin beim Kerzenständer. Ja, du denkst doch nur an Ständer. Hm? Aber Iridiumbahn haben wir immerhin durch jetzt. Ne? Jetzt fehlt ja nur für seine Schadscheiß. Naja, Iridiumbahn fehlen noch meine. Ja, gut. Du hast schon zwei Scherben. Scherben hab ich gar nicht. Doch, ich bin durch mit den Bahnen, seitdem habe ich immer die Scherben in die Truhe gepackt. Echt? Ja. Mit den Magma-Geoden. In den Magma-Geoden können sie ja drin sein. Ich öffne die gar nicht mehr, weil ich weiß, dass die Scherbe nicht drin, die ich brauche. Ja. Deswegen öffne ich die gar nicht mehr, pack die einfach da rein, damit du die öffnen kannst zum Beispiel. Dann hast du auch direkt... Also theoretisch hast du vielleicht auch schon Barren. Du Fuchs, du. Ja? Deswegen, ich brauche halt nur die Omni-Geoden und da ist eine 0,04% Chance, wenn man die hat, dass dann eine Schärfe drin ist. Gut, anders kriegt man die Sterbe nicht, oder? Der Schädelhöhle da. Ist wohl ein bisschen höher die Chance. Mit dem, wo du den Schlüssel zu hast. Ja. Also da, wo du gestorben bist, wo ich die goldene Sense brauche. Nee, das ist die Schädelhöhle. Okay. Die ist in der Stadt wohl, irgendwie. Hin. Mit dem Bus. Ah. Also müssen wir jetzt den Bus repairen. Theoretisch. Aber das kann ja auch noch warten. Ich meine, 0,0. Ich glaube, das wäre schon geiler, wenn man sich über so ein. Weißt du, so. Hast du so einen Glurak gezogen aus dem Omnistein, weißt du? Passt dazu. 0,004, dann denkst du ja auch geil. Tages jetzt erledigt, jetzt brauchst du das Spiel den zu dem Morgen, geil. Durchgespielt. Das ist so ähnlich wie mit mir und meinen hier Shiny Pokémon in Pokémon hier. Oh, wie ist das? Let's go? Nee, Empyrean. Achso, ja. Mit dieser Silberform da. Oder Platinform. Platin, ja. Da gab's auch, wie hoch war da die Chance? Auch 0, ich weiß das gar nicht mehr. Aber ich glaube, da ging das noch. Oh, Wormmon. Oder Wormmon. Guckt euch Wormmon an. Wormmon ist ja mal geil. Achso, Artwork ist ja mal richtig sweet. Und das kommt im Top-Loader, weißt du? Weil ich das Design auch mal sehr geil finde. Wollen ein paar Fragen stellen. Ja, alles gut schon. Fragen kannst du immer stellen. Sagen Sie über Svens Körbchen groß ist, das ist das sehr empfindlich. Hey, X über meine Körbchen. Und auch nicht zu seiner Wand, ja? Meine Wand? Ja, weil du die Platten noch übrig hast. Wo bist du jetzt mit den übrigen Platten hin? Hast du ein Update? Die liegen doch auf mein Sofa. Was? Ja, geil, liegen da noch 30 Platten. Ja. Willst du es auch welche haben? Nee, ich brauch gar nicht. Ich hab hier Ruhe. Ich hab hier niemanden, der sagt hier gar nicht leise, bitte. Ja. Deswegen, ich hab das Problem nicht mehr. Vorher hätte ich glaube von einem halben Jahr eher das gemacht. Dann hätte ich bestimmt gesagt, jo, kann man machen. Jetzt denk mir so, brauche ich gar nicht mehr. Trotzdem. Jetzt ist easy. Jetzt krieg ich gar nichts mehr mit. Wenn über das. Ich krieg nicht mehr Postboten mit im Zweifelsfall. Ich krieg gar nichts mehr mit. Vorher hatte ich alles mitbekommen. Svens Größe. Sven ist 1,62. Also vorher habe ich so wirklich alles mitgekriegt, Post ist da, sonst irgendwas. Jetzt krieg ich höchstens Trecker mal mit, aber auch nur, weil er so mega laut ist. Letztes Pack im Übrigen. Oh. Da ist jetzt ein Glurak drin, komm. Nee. Ist eine Mimi. Na. Fast. Ja, fast.
fand die Rassel-Folge aber auch cool, diese, Togemon. Mit diesen mexikanischen Togemon, ne? Ja, genau, die fand ich auch, die fand ich cool. Die hat mir auf jeden Fall irgendwie gefallen. Hatte was. Ja, hatte was, ja. Das war eine gute, das war eine gute Folge. Zum Beispiel. Die hat mir gefallen. Aber wenn du mal jemals topseitiges Klebeband brauchst, ne? Das ist ja nicht, weiß ich schon. Vielleicht Platten brauche ich für meine Wand. Nee, selbst topseitiges Klebeband, ganz normal. So für Bilder oder sonstiges. Knockout City bin ich zum Beispiel nicht so der Fan von. Weil bei mir, glaube ich, wie bei Worms Rumble, ich einmal starten, gar kein Problem. Also ich glaube auch, wir hätten viel Spaß drin. Ich glaube aber, für mich wäre die Motivation nicht so groß, dass es kann, ein zweites oder drittes Mal zu starten. Weiß nicht, also ich bin ja jetzt, so ist quasi eh erstmal meine letzte Woche, dann habe ich einen Monat erstmal Pause und lasse dann erstmal alleine mit euch. Und was der dann für Faxen macht, dann hat er ja eh viel mehr Freizeit dafür. Da weiß er jetzt schon nicht, wohin mit seiner ganzen Zeit. Ja, in Knockout City muss ich eh noch gucken, ob mir das überhaupt genau zusagt oder so, da wollte ich ein Gameplay zu gucken. Also entscheiden. Hätte ich auch die Testphase mitbekommen, hätte ich es auf jeden Fall. Dann hätten wir es auch schon gespielt, sage ich mal. Aber. Was kann ich. Wie teuer ist das? 20? 20 oder 30, glaube ich, oder? Ich glaube 20, oder? Ich meine auch. Ich weiß es nicht. 20. Also nicht mehr wie 30. Nee. Das war es mir. Das ist für einmal. Ich glaube, ich bin halt fest davon überzeugt, dass würde ich halt, glaube ich, nur einmal starten. Und dann denke ich mir so, jetzt, gut, das reicht mir jetzt. Alles gesehen. Ja. Aber ich glaube, das eine Mal wäre halt echt witzig. Aber ich glaube, das ist für mich halt einmal witzig ist, und ich kann das mal so. Nee. Na gut, okay, das hätte jetzt 50 gekostet für eine Stunde, aber darüber reden wir nicht. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but heartbreak and dedication. Quit complaining, look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same.